Solche Kommentare sehe ich unter meinen Videos tatsächlich sehr oft und ich habe das Gefühl, dass einige kleine Petit-Models nicht sehr happy mit ihrer Größe sind und viel lieber größer werden, um High-Fashion-Model werden zu können. Selbstverständlich kann ich verstehen, dass man zu den Top-Models aufschaut und viele der Top-Models laufen nun mal die ganzen High-Fashion-Shows. Nichtsdestotrotz ist die High-Fashion-Branche mit die strengste Branche in der gesamten Modelwelt und das kann manchmal sehr auslaugend sein. Alle Leute, die sich in der Modelwelt auskennen, wissen, dass die High-Fashion-Branche nicht immer nett ist und dass du hier auch deutlich öfter hören wirst, dass irgendetwas mit dir nicht stimmt, beispielsweise deine Maße passen nicht, du sollst abnehmen oder dich irgendeiner Diät unterziehen. Ja, ich weiß, es wird so getan, als wäre in der High-Fashion-Welt Diversity ganz groß und als würden die Designer Curvy-Models, kleine Models und Models mit verschiedenen Maßen mitlaufen lassen. Das ist aber nach wie vor Rarität.